Oh mein Gott, meine Hände zittern und ich bin so glücklich, Rebirth zu haben. Eine kleine Warnung vorab, ich werde das ohne Facecam spielen, weil mein hübsches Gesicht nicht, also nicht reinpasst ins Overlay. Aber ich kann euch immer zeigen, wie sehr ich mich freue. So sehr! Und jetzt verschwinde ich wieder und ich glaube, das ist besser für uns alle. Die Musik ist wundervoll. Das Intro. Wir starten File 1. Da sieht man schon, man hat drei unterschiedliche Speicherstände. Das ist sehr geil. Und übrigens haben das noch ganz viele andere gestartet, wie zum Beispiel Zombie, Maudado oder der gute Wolf. Bruga, glaube ich, auch. Und ihr könnt ja vorbeischauen, wenn ihr noch mehr Isaac haben wollt. Von Isaac kann man nie genug kriegen. Und wir starten jetzt direkt eine neue Runde. Hier sieht man Isaac, Magdalene kann man freischalten, Kane bei 55 Pennies, 7 Hard-Container, genau das ist wie beim alten. Judas, weiß ich gar nicht mehr, wie man den freischaltet. Bei Not Picking Up 2 Hearts for 2 Levels. Okay, keine Herzen aufsammeln. 2 Levels without taking damage. Und Azael, wie heißt er? Azazel. Unlocked by making 3 deals with the devil in one game. Wow, okay, easy. 4 Seelenherzen für Lazarus. Und hier haben wir Eden, locked. Okay, random. Wir starten jetzt mit Isaac und genießen es. Oh, wie geil. Ich hoffe, es ist alles so, wie es früher war. Oh mein Gott. Guckt euch das mal an, ich spiel's. Okay. Es gab eine unglaubliche Stimmung im TS. Und guck mal, die Sound. Ich nehme das. Das ist für mich gerade wie. Das ist so unrealistisch. Ist das real life, Mom? Ist das real life? Okay. Direkt der Itemraum. Wir bekommen. Was ist das hier? Oh, die Musik im Itemraum. Okay, sehr cool. Ich wollte schon gerade das hier hochheben, weil ich dachte, das ist wie Zelda. Wir haben hier Cursed Eye, Cursed Charge Shot. Okay. Oh, guck, was für ein Dreierschuss wir haben. Ach du Scheiß, direkt neues Item. Ich fress gleich meine Hose. Ich esse jetzt die Hose. Okay, so, genug Hype. Okay, wir haben jetzt ein... Das ist wieder Kakao. Ist natürlich... Okay, einzeln kann ich nicht schießen. Scheiße. Ich werde verkacken. Okay, wir haben jetzt so einen aufgeladenen Dreierschuss oder Viererschuss, keine Ahnung. Und hier sind so Kackhäufchen. Man hat schon einiges im Trailer gesehen. Und hier die Münzen. Sehr geil. Nimmt alles auf. Sehr gut. Da oben ist die Karte. Man kann sie auch irgendwie größer ziehen. Ich weiß nicht wie. Teste ich gleich mal. Wir haben eine Bombe. Sehr gut. So. Ich hoffe, man kann mit diesem Item sehr viel kombinieren. Nicht, dass es so ein Bullshit-Item ist. Direkt im ersten Run. Das beschissenste Item ganz Isaac. So. Die Karte kann man so hoch machen. Und man sieht sogar, wie lange man spielt. Sehr nice. Und sogar, wo man ist. Ich esse gleich meinen Schuh. Und Schuss. Und Schuss. Wie lange dauert das zum Aufladen? So, okay. Ja, genauso haben wir auch gebrüllt, als Isaac nicht, also Rebirth, sich 30 Minuten verspätet hat. So, auf Wiedersehen und ein weiterer Schlüssel. Lass uns mal ganz kurz schauen. Was ist das hier eigentlich? Was ist das hier? Ist das der Shop? Ist das der Shop? Das ist der Shop. Okay, der sieht voll komisch aus. Da haben wir so ein Steam Sale, Bomben und da ist auch ein Automat. Donation. Wahrscheinlich wie dieser Bettler, weißt du? Wo wir dann irgendwie Rabatte bekommen bei 21 Münzen oder sowas. So, da rechts haben wir noch einen Raum nicht geklärt. Okay. Ein Sacrifice Room. Nee, nee, nee. Nein, danke. Aber wir könnten mal hier sprengen, oder? Vielleicht könnte hier der Geheimraum sein. Bitte! Yes! Die Musik ist so gut. Oh Mann, Leute, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich freue. Mein Bruder ist auch so gehypt. Das habe ich lange nicht mehr erlebt. Das habe ich lange nicht mehr erlebt, dass ich so auf ein Spiel gewartet habe, wisst ihr? Sonst war das immer so, okay, das kommt irgendwann raus. Ach, ist schon draußen. Ja, gut, dann zocke ich es jetzt. Aber Rebirth hat einfach alles verändert. Auch meinen ganzen Kanal verändert. Du kleiner Mann. Gott, dein Auge ist sehr komisch. So. Lass uns mal den Boss besiegen. Wer ist es? Larry Jr. Dich kennen wir doch. Oh Gott. Du bist es. Scheiße, ganz verwechselt. Ich dachte, das ist der andere. Ich sehe leider mein anderes Auge nicht. Also wenn ich mich so drehe, sehe ich das andere Auge nicht. Weiß ich nicht, ob ich jetzt aufgeladen habe. Aber anscheinend schon. Okay. Wahrscheinlich hat Zombie oder Maudado schon das Sacred Heart gefunden. Im ersten Run. Bin gespannt, was es hier so für ein overpoweredes Item gibt. So wie das Sacred Heart. Ob man da irgendwas gleichstellen kann. Wahrscheinlich wird jedes Item einfach krass sein. Kein Schaden, kein Schaden. Scheiße. Wow, das wird mir langsam zu viel Kacke hier. Sonst waren es auch immer nur 2, ne? Fällt mir gerade auf. Jetzt sind es schon 3. Wow. Wow. Nein. Ah.
Das hat man übrigens im Trailer gesehen, ne? Diesen Dreierschuss. Sehr gut, geht doch. Ich hätte viel aggressiver spielen müssen. Und da bekommen wir ein paar Herzchen. Super, super, super. Und Range Up. Nehme ich mit. Wir schießen jetzt auch noch diese Kackhäufchen aus. Damit wir vielleicht was bekommen. So, wie lange dauert das zum Aufladen? So. 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 Gar nicht so lange. Okay, ich habe zu lange gedrückt gehalten. Weil ich Kakao gewöhnt bin. Okay. So, leider kein blaues Herzchen, sodass wir vielleicht einen Deal with the Devil bekommen in der nächsten Ebene. Okay, Leute. Auf geht's. Let's go. Oh, da sehen wir nochmal, wie wir nicht geliebt werden von unserer super sexy Mami. Und da ist der Zacki-Zacki-Raum, da gehe ich noch nicht rein. Da ist der Itemraum. Oh Gott, das ist eigentlich das Besonderste, das Geilste. Einfach neue Items finden. Und jetzt bekommen wir den Poop. Ich würde weinen. Übrigens, hier guck mal, dieser Stein hat so ein Kreuz, ne? Kann es sein, dass man die sprengen muss? Was ist das hier? Butt Penny, Wield of Gas. Butt Penny? Okay, gut. Dieser hat so ein Kreuz drauf, ne? Ich glaube, den kann man öffnen. Und wir bekommen... Was ist das denn? Leo Stompy. Was macht das? Was macht das? Ich kann nicht nachsehen. Wir sind jetzt ein Löwe, oder was? Das habe ich gesehen im Trailer. Oh! Wie geil ist das denn? Wir sind ein verdammter Löwe, der alles niedermetzelt. Und mit einem komischen Auge. So. Oh, sehr gut, dass ich jetzt weiß, dass es schneller auflädt. Okay. Puh, sehr gut. Einfach hier drüber laufen. Man weiß ja nie. Einfach zerstören. Die blauen Herzen hätte ich nicht aufheben dürfen, weil ich noch in den Zacki-Zacki-Raum will. Aber das ist ja gut, jetzt bekommen wir vielleicht einen Deal with the Devil. Sehr nice. Gut. Wow. Ach, das sind solche Zackendinger. Vorsicht. Sind hier irgendwelche Steine damit? Da ist ein Stein mit einem Kreuz. Schlüssel auf jeden Fall. Sehr gut. Das blaue Herz nehme ich noch nicht mit. Wir besiegen jetzt erstmal den Boss hier. Monstro. Okay, noch kein neuer Boss. Sehr nice. Oh, oh. So, jetzt brauchen wir noch ein Damage Upgrade oder sowas, ne? Nein, sag mir nicht, dieses blöde Teil ist, wenn ich verletzt werde, teleportiert es mich heraus. Oh nein, das will ich ablegen. Kann ich das irgendwie ablegen? Moment mal. Options. Oh, scheiße, wie lege ich das ab? Wie kann ich Sachen ablegen? Boah, sag mir nicht, ich werde jetzt die ganze Zeit raus teleportiert, wenn ich einmal Schaden bekomme. Oder nur auf ein halbes Herzchen flutsche. Das wäre jetzt nicht so cool. Ich hoffe, wir finden gleich noch was anderes. So. Jetzt dürfen wir keinen Schaden bekommen, ey. Das ist ja natürlich mega pornös. Als könnte ich Schaden bekommen. Ich bitte euch. So. Sehr gut. Gleich haben wir ihn. Noch ein paar Schüsse. Whoa. Ich bin richtig gespannt, was die anderen bekommen. Wir bekommen oh, Monstrous Tooth has appears in the basement. Und wir bekommen ein Deal with the Devil und ein HP-Upgrade. HP up. Nice. Lass mal gucken, was bekommen wir hier? Damit können wir fliegen und dieses Ding hier. Okay. Lass uns mal das... Ah, was... weiß nicht, was ich mitnehmen soll. Lass uns mal das hier mitnehmen. Spirit of the Night, scary. Und jetzt das hier. He accepts your offering. Okay. Jetzt sehen wir aus wie ein brutaler Ziegendämon. Und hier bekommen wir ein paar Pillen. Die nehmen wir mal. Auf Q, ne? Was ist das hier? Amnesia? Oh, nein. Jetzt sehen wir nicht mehr was... Oh, wow. Scheiße. Die Karte ist verdeckt. Das ist natürlich ein bisschen doof. Was ich aber noch blöder finde, ist einfach, dass wir jetzt rausteleportiert werden, dass wir dieses Teil gefunden haben. Nicht so pralle. Gut, hier war dieser Raum. Unten haben wir noch einiges nicht geklärt, ne? Zacki, zacki, Raum gehe ich noch nicht rein. Gratis Bomben, guck mal. Und wir können jetzt hier so durchschießen. Oh, das explodiert also. Ich dachte, wir kriegen die Bombe. Was ist das hier?
Einfach nur ein Podest. Und ich dachte, wir kriegen die Bombe. Ja, du mich auch. Vielleicht kriegen wir die auch, wenn wir nicht so ein blöder Löwe sind, der alles kaputt haut. So. Okay. Hä? Wir heben Geld auf und furzen dabei. Das ist sehr kompliziert, die ganzen Items zu finden. Also herauszufinden, was die überhaupt machen. Und hier sind jetzt... Sind die normal, die Fliegen? Weil die leuchten so anders. Ich weiß nicht, ob es einfach nur halt ein neuer Effekt ist oder ob die was Besonderes sind. So. Bekomme ich die Kohle überhaupt, ey? Nicht, dass ich sie nicht mal bekomme. So, wir haben genug Kohle für... Was ist das denn hier? Ach, das ist doch... warte, erstmal die Bombe hier mitnehmen. Und das ist doch hier so ein Gefäß, wo man rote Herzen mitnehmen kann. Save your life. Eine Space Taste. Und die Batterie nehmen wir mit. Nimm sie mit. Wieso kann ich sie nicht mitnehmen? Ich habe doch 5 Münzen. Kann ich die nicht mitnehmen, die Münze? Kostet 5. Ich habe 5 Münzen. Nein, 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 nein. Scheiße, ich habe Bombe gesetzt. F. Wow, jetzt habe ich das minimiert, das Spiel. Moment mal, hey. Ah, die Steuerung wird nirgendwo erklärt. Kann das sein? G? R? T? Ich weiß nicht, wie man vielleicht Sachen droppen kann oder so. Kann man die switchen? Oh Mann, das werden wir alles erfahren, ne? Ich verstehe noch nicht ganz, warum wir das nicht aufheben können, obwohl wir... Vielleicht, weil wir kein Space-Item haben? Oh Mann. So. Lass uns weitermachen. Was ist das denn? Wie geil ist das denn? Es gibt so eine... Mysteries Candy. Okay. Mysterious Candy, oder was haben wir da gerade aufgehoben? Das ist ja geil, dass man hier... Und da war ein Kackhaufen nur so nebenbei. Das ist ja hier so eine Anlehnung auf Zelda, ne? Ist ja sehr geil. Jetzt haben wir das Teil auf jeden Fall umgetauscht. Ich hoffe, das lag daran, dass wir die ganze Zeit rausteleportiert wurden. Gut. Lass uns in die nächste Ebene gehen. Leider keine Bomben mehr. Und hier aber mal weiterschauen. Ob es hier noch was gibt. Aber natürlich vorsichtig. So. Okay, okay. Auch wenn ich jetzt abkratze, wir werden auf jeden Fall sehen, was es hier gab. Und ich werde einen zweiten Run auf jeden Fall hochladen. Es wird ja weitergehen. Weil es sieht gerade ziemlich schlecht aus. Ich wollte so ein Herzchen mitnehmen. Okay, scheiße. So, wir werden ja angeschissen. Mh, lecker, lecker. Kostenloses Futter von gestern. So. Oh, meine Lieblingsmusik, die ich privat richtig oft gehört habe. Da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass ich die Musik tot höre. So. Komm her. Perfekt, kann ich das mitnehmen? Ja, jetzt haben wir es hier im Behälter. Wie cool ist das denn? Hier können wir uns jetzt einfach... Nein! Ich habe einen Stein gefunden! Ich habe ein Damage-Upgrade gefunden. Da war ein Stein, oder was? Wie geil. So, kommt her. Ich knall euch weg. Bisschen schade mit dem Dreierschuss. Aber vielleicht kann man den noch sehr cool kombinieren. Dreierschuss mit Brimstone. Oder Viererschuss, ich weiß gar nicht. So. Das nehmen wir auch mit. Jetzt haben wir eigentlich ein ganzes Herz, ne? So, lass mal jeden Stein kaputt machen. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. So, Test, Test. Aufnahme stoppen. Ich nehme auf. Ich weiß, ich kann es auch nicht glauben, Leute. Ich kann es auch nicht glauben, dass wir es jetzt spielen. Oh, guck mal, ein Zwei-Ender. Ja, wie die klingen. Ihr seid eklig. Okay. Na, komm. Bisschen schwer zu treffen, ne? Weil man die nur in der Mitte treffen kann, da. Na, komm schon. Perfekt, wir bekommen einen Schlüssel. Und furzen erstmal drauf. Aus irgendeinem verdammten Grund, den ich nicht weiß. Egal. So, sieht man irgendwo seine Itemliste? Genau da, wir haben den Stein gefunden, oder? Nee, doch nicht. Wow, Resume Game. So. Auf jeden Fall sehr praktisch. Jetzt müssten wir nur noch ein paar mehr... Guck mal, das können wir auch mitnehmen, ne? Ein paar mehr blaue Herzchen finden, damit wir auf der sicheren Seite sind. Wäre ganz cool. Oh, was sind das für Dinger hier? Dragossos! Oh, fuck. Okay, die kann man von beiden Seiten angreifen. Ich dachte nur von hinten. Gut. Und hier sieht man, meine Damen und Herren, eine
einen besonderen Raum. Die Ebenen sind jetzt natürlich unterschiedlich groß. Boah, sehr gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Hochzugehen. Sehr cool. Her damit. Hier haben wir einen Kampfraum, wo wir eine Lass machen. Wir bekommen ein paar Pennys und eine Bombe. Und dieses... Sehr sexy auf jeden Fall, der Sound. Die bewegen sich auch voll schnell. Viel schneller als den normalen Isaac. Guck mal, da habe ich gerade einen Kackhaufen gelegt. Warum auch immer. Wegen der Schokolade wahrscheinlich. Ach, guck mal, ich kann auch schneller schießen, ne? Also ich brauche nicht ganz nachladen. Aha. So. Noch eine, ne? Genau. Boah, die Kampfraummusik auch sehr geil. Und tschüss. Puh, und bekomme ein Penny. So, auf jeden Fall in den Shop rein, ne? Wenn ich mir da was kaufen kann. Ich verstehe nicht ganz, warum wir es da nicht kaufen konnten, ne? Und schon wieder ein Kackhaufen gelegt. Irgendwie wegen der Schokolade oder sowas. Tja, man kann nur noch raten, man kann nur noch vermuten. So, öffnen wir. Genau, noch mehr Kohle. Sehr gut, vielleicht finden wir da ein paar blaue Herzchen. Oder ist es Greed? Ach, das ist der Itemraum, Moment. Ja, das ist das Buch, das uns schützt, ne? Book of Shadows. Hat jetzt einen 3-Room-Charge. Okay, weiß nicht, ob wir es mitnehmen oder lieber dieses hier. Ich glaube, wir nehmen das Buch mit, weil uns dieser Herzcontainer nicht so viel bringt. Weil wir, na sag schon. Weil wir nur ein Herz haben, ne? So. Eine riesige Ebene hier. Einfach mal hier im Abgrund stehen. Da hab ich in den Abgrund geschissen. Super. Ist hier der Bossraum? Ne, der Shop ist das, ne? Das ist der Shop. Ein blaues Herzchen. Oh, Leute, ich glaube, ich nehme dann doch lieber das hier mit. The Bible, Temporary Fly. Ne, damit können wir ja Morm direkt töten. So war das doch. Die Morm können wir damit direkt töten. Die Morm und It Lives. Okay, versuchen wir einfach mal. Da ist der Bossraum. Da sind komische Fliegen. Und es teleportiert uns raus, ey. Verdammt, was haben wir da für ein Item aufgehoben? Das ist natürlich richtig ärgerlich. Wir hatten dieses Demon Eye und der Löwe sind wir geworden. Und jetzt immer, wenn wir Schaden bekommen. Tatsächlich immer, wenn wir Schaden bekommen. Wow. Das wird bitter. Das wird richtig bitter. Man hat sogar zwei Eingänge hier. Oh, die explodieren auch? Ja, leck mich am Arsch, du. Nein, was? Wieso? Die Pilze machen Schaden, oder was? Die angeknabberten Pilze? Wir nehmen die Pille gleich. Na, komm schon. Hinter mir. Nein! Ey, wir kratzen gleich ab, ey. Wie es ausgewichen ist. Meine Güte hier. Geht doch. So, noch mehr Pillen, okay. Die droppen anscheinend ganz viele Pillen, diese Pilze. Interessant, komm her. Okay, lass uns die mal nehmen. Bad Gas, okay, und das hier ist Speeddown auch noch. Okay, wir haben anscheinend nicht so ein Glück mit den Pillen. Eine Pretty Fly. Hey, Kollegin. Lass uns die mal sprengen hier. All stats up. Nice.
Ey, wow, da haben wir Glück gehabt. Haben wir noch so ein Allstats abbekommen. Das ist sehr wichtig. Wir könnten jetzt den Geheimraum noch suchen. Versuchen. So sieht es da aus. Ich würde sagen, neben dem Kampfraum, ne? Oder kann der auch hier sein jetzt? Weißt du? Hier so. Nee. Weil er so an den Shop angrenzt. Okay, sehr kompliziert. Ich behalte mal die Bomben, falls wir vielleicht nochmal ein paar Bomben brauchen. Jetzt immer den Boss besiegen, du. Kurdi. Oh, der ist jetzt verdammt flott. Der ist richtig flott unterwegs. Okay, der schießt zur Seite, der Idiot. Jetzt schießt er nach unten. Er hat's gehört. Störfliege. Störfliege. Alles kaputt hauen hier. Boah, wie cool, ey. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen verkackt habe mit meinem Dreierschuss. Wow, da haben wir Glück gehabt, ey. Wenn ich jetzt getroffen werde, dann teleportiert er mich ja raus, ne? Aus irgendeinem Grund. Und da ist er tot. Und wir bekommen Deal with the Devil und ein Speed Up. Okay, lass mal gucken. Was zum Teufel ist das denn? Oh, Leute, dafür ein Herz opfern? Ich weiß nicht. Das können wir nicht machen. Wir müssen das ein andermal machen. Wir müssen das ein andermal machen. Sonst verliere ich zu viele Herzen. Ich möchte jetzt auch nicht jedes Item irgendwie aufsammeln und dafür mein Leben riskieren. Lass uns mal weitergehen. Habe ich hier denn alles? Ich verstehe das nicht. Aber im Itemraum hatten wir auf jeden Fall das Buch, haben wir dies und das. Auf geht's in die nächste Ebene. So. Wir kommen jetzt in das Klo. Wir können ja zuerst eh nur Morn besiegen, ne? Wie es aussieht. Caves 2. Okay, auf geht's. Wir haben keine Schlüssel. Oh, upsi. Da müssen wir jetzt erstmal ein paar Schlüssel suchen. Wow, die sind gefährlich, ne? Weil die werfen verdammt schnell ihre Knochen. Zum Glück halten die aber nicht so viel aus. Diese Dragossos hier. So, danke. Ein süßes kleines Schweinchen. Piggy's Bank, my life saving. Okay, verstehe ich nicht. Lass mal versuchen, hier zu sprengen. Okay, nichts. Und du? Auch nichts. Piggy's Bank, ey. Keine Ahnung, was das ist. Kommt mir aber nicht so cool vor. Schauen wir mal. Oh, du Großartig, ich habe ihn auch schon gesehen. Rumlaufende erregte Glieder. Komm her. Komm. Mach. Einer von euch. Scheiße. So. Und jetzt du. Die Fliege bewegt sich auch nicht mehr so schnell um einen herum, ne? Eine Tarot Card. May your rage being blablab. The Empress. Genau, die Empress lässt uns ja stärker werden. Oh nein. Boah, wie scheiße dieses Item ist. Egal welches es war, ihr müsst... War das der Löwe vielleicht? Ich glaube, das war sogar der Löwe, ne? Vor diesen Gegnern hatte ich Angst, als ich sie gesehen habe im Trailer, wie schnell die sind und so ein Scheiß. So. Okay, das hätten wir geschafft. Was bist du denn? Boah. Wir haben richtig Glück, dass wir fliegen können. Sonst wäre das ziemlich bescheiden ausgegangen, das Ganze. Wow. Da, weil es so schnell ist so schlecht zu kontrollieren. Nein, nicht über die Pilze fliegen. Okay. Hätten wir auch erledigt. Ist nichts Erlebende? Nein, ne? Oder? Steht das hier irgendwo vielleicht zufällig? 21 Minuten sind wir schon im Run. Und sind schon ziemlich weit, muss ich sagen. Aber haben auch sehr wenig What? Passiert was, wenn ich das Feuer ausmache? Ein Raum voller nichts. Okay. Tja, wir könnten noch den Geheimraum und sowas suchen. Da habe ich gerade hingekackert.
So, let's go. Die Pilze können wir auf jeden Fall sprengen und da drin sind Pillen. Ich weiß nicht, ob es nur negative Pillen gibt. Aber vielleicht haben wir auch einfach nur verdammtes Pech. Ist das der Flat Penny? Flat Penny, Wield of Answers. Oh. Mysterious Candy, Flat Penny. Ich nehme lieber dieses Ding hier mit. Keine Ahnung, was es mir bringt. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar Pillen und sowas. Kann man den Automaten eigentlich sprengen? Nein! Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ich nehme mal eine Bombe mit. Diesen Pillensack brauchen wir jetzt nicht. Oh, was ist das, Mama? Ach, guck mal. Ach so, das sind einfach nur Statuen, die man aber nicht töten kann, oder was? Boah, stell mal vor, hier kann man nicht fliegen. Das wäre richtig krass, hier durchzukommen. Warum ist da ein Sternchen unten? Ach so, weil da so ein Trinket ist, genau. Oh oh. Sehr gut. Ja, mit der Münze. Und die Kackhäufe und das Ganze machen wir auch kaputt. So. Body eben. Oh nein, nicht diese Spinnen. Ah, die hat man auch gesehen. Guck mal, die kraxeln so an der Wand lang und schießen dann die Dreierschüsse da. Das ist alles so gefährlich, Mann. Und es gibt noch einen Hardcore-Modus. So. Nimm die Bombe mit, mein Lieber. Da ist der Bossraum immerhin. Okay, das sind die ganz normalen Dinger, die auf einen zugerast kommen. Muss man auch erstmal wieder erkennen hier. So. Was haben wir hier? Hier haben wir Cute. Okay, cool. Cool, kann man auch einsetzen. Aber wir haben hier noch nicht alles geklärt. Ich will erstmal gucken. Schnell durch, ey. Schön, 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 schön. Ach ja, Steine. Ich habe bestimmt ein paar Steine übersehen, hä? Ich will schnell töten, bevor es hier ausartet. Das sind die Fliegen, die zur Seite schießen, oder? Hoffe ich doch. Yep. Okay, easy, 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 easy. So. Ich habe schon Angst, irgendwie nach Geheimräumen zu suchen und Bomben zu verschwenden. Wir behalten die auf jeden Fall mal. Und gehen jetzt den Boss besiegen, würde ich sagen, oder? Kommt jetzt schon die Mom? Nee, Chop kommt. Hey, Chop. Tja, siehst ja viel schlanker aus. Ja, breit gezogen. So. Oh, wow. Nimm deine Viecher weg. Schaden machen wir nicht ganz okay, ne? Also reicht auf jeden Fall, um die Mom zu besiegen, reicht dieser Schaden aus. Würde ich jetzt mal behaupten. Wir sind auch schnell genug, können ausweichen. Ah, ich wollte dich füttern. Schade. Ich wollte wissen, wie das aussieht. Yes! Und da fliegt er in die Luft. Little Chubby has appeared in the basement. Nice! Was ist das denn hier? Monstrous Lunge? Plazenta. Regeneration plus HP up. Okay, auch geil. Und wir haben hier einen Deal with the Devil. Boah, Leute, ich weiß nicht, was das macht, aber dieses Cape sieht verdammt crazy aus. Ich glaube, ich nehme was mit. Boah, scheiß Ding. You unlocked Azrael. Oh! Ceremonial Robes, Sin Up. Oh, diese Herzen da oben, seht ihr das? Diese Herzen verursachen, das sind wie blaue Herzchen, sind schwarze Herzen. Und wenn die weggehen, dann machen die im Raum Schaden. Was ist das hier? Sweet Suffering. Okay, wir haben jetzt verdammt krasse Dinge aufgerufen. Wir sehen verdammt geil aus, ey. Heilige Kacke, okay. Haben wir alles geklärt auf der Ebene? Außer dem Kampfraum. Da könnten wir jetzt eigentlich rein, oder? Lass mal eben schnell rein. Ich will wissen, was wir für Effekte haben. Mann, ich bin so neugierig, aber man weiß es einfach nicht. Außer diese offensichtlichen, die wir jetzt hatten. Vielleicht skalieren die auch gar nicht mit meinen Sachen und die habe ich jetzt umsonst mitgenommen. Aber sehr interessant. Ich denke mal, die Mom zu besiegen sollte kein großes Problem sein. Was mir Angst macht, ist einfach, dass wir rausteleportiert werden. Das stört mich ein wenig. Wir hätten Cue the Fool einsetzen müssen und dann einfach hier raus, oder?
Machen wir jetzt mehr Schaden oder sowas? Merkt ihr was? Ich glaube nicht. Boah, die Musik, Leute, die ist doch richtig krass, oder? Das ist genau mein Stil. Komm her. Hey, ich pups dich tot. Okay, das war erst der erste. Gleich kommt noch einer. Monstro, ne? Oh nein. Okay, mach ruhig Pipi. Okay, die Sounds sind gar nicht so schlimm. Irgendwie waren die im Trailer, haben die mich abgeschreckt. Aber wenn man selber spielt, ist es verdammt nice. Bam, habt ihr gesehen? Jetzt haben wir einen Schaden gemacht. Muss aber ein bisschen aufpassen. Nicht, dass ich meine ganzen Herzen verliere. Ja, flieg ruhig, flieg ruhig. Okay, wir sind rausteleportiert. Immerhin. So müssen wir nicht kämpfen. Scheiße. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Wir werden immer rausteleportiert, wenn wir ein halbes Herzchen haben. Gut, gut, gut. Das war ziemlich kacke, dass ich da reingegangen bin. Deswegen auf geht's. Das war ein bisschen dumm. Boah, noch zwei Ebenen, oder? Und dann kommt Mom. Lecker Kaukäufchen-Geschenk. Super. Zacki, zacki, rum waren wir auch noch so nicht wirklich drin, ne? Ah, nee, 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 nee. Okay, dem traue ich nicht. Dem traue ich nicht. Oh Gott, man kann sie nicht ausschießen. Was machen die? Ich habe Angst. Der teilt sich wahrscheinlich jetzt noch ein ganz kleines Kackhäufchen, oder was? Ja. Was macht das blaue Feuer, ey? Da könnte man eigentlich einmal gegenrasen, um es zu lernen. Okay, was ist das? It feels like a petrified poop. Macht das was mit den Kackhäufchen? Dass da mehr was... Also, dass da mehr... Ich glaube, da droppen dann mehr Sachen im Kackhäufchen, oder? Kann das sein? Dann lass uns das mal mitnehmen. Hier die kleinen Engel. Die immer gerne in einem spawnen. Boah, wie klingt ihr denn? Mistviecher. Oh Gott. So. Bekommen eine Bombe. Sehr interessante Musik. Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht irgendwie gegen Steine mit Bomben fliegen. Aber lassen wir hier alles überprüfen. Wenn wir es schon können. Und haben nichts. Okay. Oh, dieser Räume hier. Guck mal, diese Statuen locken einen an. Das ist natürlich sehr gefährlich, diese Räume, ne? Wenn man nicht fliegen kann. Da wird man an die Stacheln gesogen. Und wow. Okay. Machen die sonst was? Ein bisschen Angst vor euch. Boah, die werden ja ganz klein zerteilt. Okay, sehr gut. Ah, ich dachte, da wäre unten irgendwie so eine Leiter, habe ich gesehen. Ah, okay, war keine Leiter. So. Pass mal up hier, pass mal up hier. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Noch sind wir nicht ganz safe. Aber Itemraum können wir finden auf jeden Fall. Ja, ja, spuck dich ruhig aus. Und da haben wir so einen Stein. Oh, eine Bombe. Gut, sehr gut, sehr gut. Da habe ich einen... Okay, die Steine sind nicht mehr so blau, sondern sind halt tatsächlich... Oh, Mann. Das ist so eine super Form. Der hat mir gerade ein ganzes Herz abgezogen, kann das sein? Aber hier haben wir den Itemraum und... Was bekommen wir? Die Feder. Holy White... Oh, guck mal, das braucht immer noch 6 Räume, um zu chargen, ne? Wir nehmen die Bibel mit und werden dann die Mom irgendwie one-hitten oder sowas. Wir können es aber mal einsetzen. Ja, sieht immer noch so aus. Hä, warte mal. Okay, ich dachte irgendwie, ich dachte, das ist sofort aufgeladen durch meinen Umhang oder sonst was. Okay, interessant. So. Direkt gucken, was hier ist und direkt töten. Nicht lange Zeit lassen zu überleben. Alles direkt töten. Bevor es dich tötet.
habe ich mir direkt schwieriger gemacht. Was mit den Dingern? Kann ich da auch rüberfahren? Ja. Eine Karte bekommen wir. Death. Okay, cool. Oh, oh. Nicht so cool. Es lauern auf jeden Fall viel mehr... Was ist das? 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 Was wird das denn? Ich glaube, da oben haben wir auch noch... Genau, da oben links geht's auch noch irgendwo hin. Oh nein, Maskendinger, die fliegen. Die habe ich nicht gebraucht. Komm her, flieg auf mich zu. Flieg auf mich zu. Genau. Du willst es auch. Flieg auf mich zu. Flieg auf mich zu. Nein! Leute, das wird zu einem sehr großen Problem. Ey, guckt euch das mal an. Ich werde jetzt immer hin und her teleportiert. Zu einem irgendeinen Random-Raum. Scheiße. Boah, diese scheiß Kackhäufchen. Verzieht euch. Heilige Mama. Was habe ich da aufgehoben? Vielleicht ein Deal with the Devil da irgendwie? Da habe ich auch irgendwas aufgehoben. Oder die Pille oder irgendetwas. Was habe ich getan? Warum werde ich gehasst? Nur noch ein paar Herzchen. Dafür können wir die Mom gleich one-hitten. Wir können uns später angucken, wie der Momkill wirklich aussieht. Jetzt will ich erstmal einfach nur vielleicht den Run schaffen. Aber bezweifle ich, dass ich das schaffe. Auch wenn da schon der Bossraum ist. Müssen wir machen. Ich finde es aber gut, dass die Kackhäufchen jetzt leichter getroffen werden, weißt du? Obwohl wir diesen blöden Schuss haben, der durch Bände geht und sowas. Ist nicht mehr so wie früher. Okay, Leute. Wir gehen jetzt zum Boss und besiegen ihn. Das ist die Mom. Das ist Loki. Deal with the Devil, ernsthaft? Außer es ist der Mark. Die Katze? Und wir bekommen so ein Herzchen. Ja, die Katze, da haben wir nur noch... Ja, ein Herzchen, 9 Leben, aber... Boah, nehme ich nicht mit, oder? Natürlich haben wir dann... Nicht, dass ich meine ganzen anderen Herzchen verliere, das wäre bitter. Ich habe ein bisschen Angst, Leute, ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, wie sich das verhält, aber auf jeden Fall wäre es eigentlich logisch, wenn die anderen Herzchen nicht weg wären. Ich würde gerne meine Karte mitnehmen, der Empress. Aber der Raum ist verdammt riesig. Wir könnten auch... Ich würde auch gerne in den Shop reingucken. Was hat mich hier eigentlich getroffen? Komm her. Oh. Gut. Pass auf mich zu. Die Konzentration hier. Oh. Sehr gut. Oh Mann, wäre ich nicht, hätte ich dieses Scheiß nicht, dass ich rausteleportiert werde. The Devil. Revel in the Power. Okay, das ist cool. Nein, es ist Greed. Da hat uns die Fliege geschützt, endlich mal. Uiuiui. Und tot ist sie. Ich würde sagen, wir machen schon ordentlich Damage, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Sehr nice. Komm her, ich mag den Umhang, der ist richtig geil. Noch geiler wäre es, wenn ich wissen würde, was der überhaupt macht hier. The Devil, nehmen wir mit. Auf geht's in die Marm-Ebene. Wow. Es geht los, zack. Die Marm-Ebene. 40 Minuten für einen Run, okay. Sexy Maxi. Ich hoffe, wir schaffen es. Ich bete drum. Pillen. I can see forever. Was?
Ach, Curse of Darkness wahrscheinlich können wir so, ne? Nicht gültig machen. Bad Trip, scheiße. Nicht so geil. Dein Herzchen zu opfern ist auch nicht so geil. Lass mal sprengen. Okay. Tja, drei Herzchen nur noch. Alle drei Herzchen haben wir. Boah, voll die Scheißdinger. Hau ab, ey. Bekommen ordentlich Münzen. The Butterbean has appeared in the basement. Ach so, weil wir ganz viele... Nice, wir haben ein Achievement. Butterbean. Weil wir so viele Kackhäufchen kaputt gemacht haben. Heilige Mama, das ist so ein Brimstone-Teil, weißt du? Kane haben wir auch unlocked. Mein Gott, schon zwei Charaktere. Was geht denn ab hier? Da ist dieser Kampfraum. Zwei Kisten lohnt sich nicht wirklich für mich. So ein Kampfraum ist sehr gefährlich. Was ist das da links? Was ist da links? Ey, Leute, was ist das? Ich will nicht, dass es mich tötet. Hä? I can see forever. Geheimräume können wir suchen. Sehen wir so, oder was? Wegen der Pille oder wegen meinem Mantel? Ich glaube, wegen der Pille, oder? Eine Trollbombe. War ja klar. Okay, krass. Verrückt. Krasse Pille. Wir müssen noch den Itemraum finden, ne? Guck mal, wir one-hitten. Also, natürlich. Wir one-shotten die mit so einem aufgeladenen Schuss. Und unendlich Keys, die gibt's auch hier. Wow, was für ein Run. Ich hoffe, der gefällt euch auch. Ich bin auch gespannt, wie der zweite Run dann laufen wird. Ey, Rebirth ist da, Leute. Wir werden es jetzt einfach zocken können, die ganze Zeit. Was mich aber ein bisschen nervt, sind diese Viecher hier. Oh mein Gott. Ich hoffe, die Bombe erwischt irgendwelche. Sehr gut. Und jetzt diesen Penner hier. Bloß nicht die Pille nehmen. Komm her. Komm her. Trollbombe? Na, okay. Bad Gas haben wir hier, okay. Hey. Was geht denn da ab? Hey, knutschen die? Hey, 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 hey. Oh! Ach so, ich kann sie gar nicht. Natürlich, ich Idiot. Ist ja logisch, ne, dass man da nicht so... Die Bombe kann ja nicht schweben. Überm Abgrund. Klingt blöd, ist aber so. Von der Seite können wir nicht angreifen, oder was? Na, egal. Wozu von der Seite, wenn man auch die einfach so austricksen kann? Ich hoffe, ich sterbe nicht gleich an der Bibel, ey. Das wäre richtig traurig. Hier haben wir das hier. Komm, nehmen wir mit. Die Batterie, warum kann ich die nicht mit? Mom's Contact has appeared in the basement. Wow! Schlüssel nehmen wir auch mit. Scheiß drauf. Auch wenn wir wahrscheinlich nicht brauchen werden. Die Batterie kann ich immer noch nicht mitnehmen. Vielleicht können wir uns da rechargen. Unser Item einmal rechargen. Kann das sein? Dass wir dort, wenn unser Würfel leer ist oder sowas, können wir hin und rechargen. Ich möchte nicht meine ganzen Herzchen verlieren. Wiggle Worm. Nice, jetzt können wir zwei tragen. Okay, nehmen wir mit. Das kommt ja passend hier, dieser die Tasche von Mom. Mom's Purse. Vielleicht treffen die jetzt so noch besser. So. Sonst nichts, okay. Wow! Guckt erstmal an diese scheiß Superform. Und wir sehen da den super mega Geheimraum. Ey, wir kommen ja alles zu Gesicht hier. Wir bekommen ja echt alles zu Gesicht. Okay, krass. Ich hab Chance, dass ich nicht aufnehme. Das wäre so traurig. Oh, lass uns hier dran spielen, ein paar blaue Herzchen farmen. Meet strangers without pr-brip-brip. Super. Ich find's auch gut, dass die Herzen jetzt so unterschiedlich als spawnen, ne? Komm, wir nehmen den Kackhäufchen mit hier. Das Kackhäufchen. Noch ein blaues Herzchen. Perfekt. You unlocked Lazarus! Wir haben ja gleich alle freigeschaltet. Das ist ja verrückt. So. Oh, Mann. Die Mom, ey, die können wir jetzt one-hitten, oder nicht? Lass uns mal einfach so kämpfen und ein bisschen die Musik genießen. Nur im Notfall einsetzen. Ich will den Trick auch gar nicht funktionieren. Weißt du, den Bug? Der wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Den haben die bestimmt gefixt. Wenn nicht, dann wäre es aber blöd.
Wow, wie die klingt. Ich weiß nicht, ob ich die Bibel einsetzen soll. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich dann, dass mich instant killt. Deswegen erledigen wir die jetzt einfach so, okay? Leute, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe Angst. Ich bin unsicher. Ich bin wie ein kleines Mädchen. Nein, Mädchen sind nicht unsicher. Verdammt. Wenn ich jetzt raus teleportiert, wäre das echt auch bitter. Ist ja voll der Kung-Fu-Master. Wir haben sie besiegt und Errungenschaft freigeschaltet. The Womp Purist und The Harbringers. Oh, wow. A Cube of Meat, Errungenschaft freigeschaltet. Told my lord, I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Boah, wie geil gezeigt ist das denn? Nice! Ja, hier sieht man nochmal die ganzen Gegner und ich würde sagen, Moment. Jeremy Stevens, danke nochmal, danke, danke, dass ihr es entwickelt habt. Ihr versteht kein Wort, aber hey. Okay, Mike Lambert. Sieht man hier sonst noch was? Rebirth, wir haben Rebirth gespielt. Das ist verdammt cool, Mann. Ich bin richtig aufgeregt und im Hintergrund sieht man nur die ganzen Entwickler, die ganzen Sprecher und sowas. Ich glaube, wie die Monster heißen, kommt gar nicht, ne? Alles klar. You unlocked the Womp. Oh, warte mal, das mache ich mal weg. Unlock Challenge 20, the Purist. You unlocked the Harbringers, Cube of Meat. Dann haben wir noch die ganzen Spielfiguren freigeschaltet, mit denen werden wir jetzt demnächst... Ups, ich habe was gesehen. So, meinte ich das. Die ganzen Spielfiguren haben wir freigeschaltet. New Run. Hier haben wir Kane. Hier haben wir Azazel. Wow. Und Lazarus. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Run wieder. Bis gleich. Ich lade gleich noch einen Run hoch, glaube ich. Wenn alles klappt. YouTube spinnt nämlich gerade. Bis dann.